Servus zusammen, wir haben Mittwochabend, 26. Juni. Bevor ich im DAX anfange, ich wollte euch da nochmal darauf hinweisen, auf diese Geschichte hier. Das ist am Montag, dieses Live-Webinar mit dem Martin Utschneider und ich. Das ist mein YouTube-Kanal hier, Christian Schlegel, bumm, einmal draufgegangen. Und wenn ihr da draufgeklickt habt und schaut hier unten drunter, hier ist der Anmeldelink dafür. Es haben sich schon ziemlich viele angemeldet, aber ich wollte es wenigstens nochmal gesagt haben. Das ist am Montag, Schland spielt ja am Samstag, also da passiert nichts. So, und jetzt gehen wir zum DAX. Jetzt sind wir beim DAX hier. Und ich fange heute mal ganz untypisch an mit dem 15-Minuten-Chart, weil ich muss euch hier was zeigen. Das ist, glaube ich, nicht allen klar. Das ist also DAX 15-Minuten-Basis. Hier oben waren wir bei der 360, ne? 18.367. Wir haben damit, ich gehe mal kurz hier rüber, das Hoch von gestern leicht überwunden. Ganz leicht. Aber ich gehe auch gleich in den Tageschart. Diese Bewegung hier, ohne auch nur den Hauch einer Gegenwehr. Oder zumindest hat man es vielleicht mal probiert, aber die wurde überhaupt nicht ernst genommen. Eine fette, fette Verkaufsorder. Bis sie dann hier unten irgendwann mal bei 18.044, also minus 320 Punkten, irgendwie mal ein bisschen ausgelaufen ist. Um 15 Uhr. So, jetzt schaut mal hier. Das war Deutschland. Das ist die Schweiz. Genau das Gleiche, auch 15-Minuten-Chart. Das hier ist der TecDAX. Sieht genauso aus. Jetzt muss ich mal ein bisschen rollen hier. Eurostoxx. Ups. Eurostoxx. Genau das Gleiche. Überall. Und jetzt als guten Schluss nochmal die Franzosen. Auch genau das Gleiche. Und damit gehe ich zurück auf den DAX. Ja, alle fett verloren, alle bis 15 Uhr und das war's. Das heißt, und so muss man, da gibt es eigentlich gar keine Interpretationsmöglichkeit. Das ist eine paneuropäische Verkaufsorder. Ich habe jetzt nicht auf Spanien oder Italien oder sowas geschaut, ja. Eine paneuropäische Verkaufsorder komplett über Europa verteilt. Und sowas machen nur große Adressen. Ob das jetzt ein norwegischer Staatsfonds ist oder ein BlackRock, das weiß ich nicht. Aber diese Verkaufsorders, die kommen seltenst allein. Also ich rechne in den nächsten 5 bis 10 Handelstagen damit, dass wenigstens nochmal zwei solcher Orders kommen. Das hat heute nicht gereicht, weil die Positionen von den Großen, ihr könnt ja mal schauen, was BlackRock da verwaltet, das ist ja gigantisch. Das reicht nicht, das an einem Tag zu verkaufen. Das kommt nochmal. Und dann lässt man den Markt ein bisschen atmen und irgendwann haut man dann nochmal drauf. Das hier ist nichts anderes als das 38er Retracement von dieser Bewegung hier. Mehr oder weniger auf den Punkt. Und jetzt kommt der zweite interessante Punkt. Das ist jetzt im Tag. Jetzt bin ich im Tageschart. Tageschart DAX. Wir sind an die 20-Tage-Linie rangelaufen, haben sie leicht überboten. Das heißt, vom unteren Band bis zur Mitte der Bänder. Der Markt gilt als neutral. Hier nichts zu holen über die Stochastik. Gar nichts. MACD auch seitwärts. Aber die Tatsache, dass wir nur bis zur 20-Tage-Linie gegangen sind und da mal fett verloren haben, okay, wir haben wieder ein bisschen zurückgeholt, aber so viel ist es auch nicht, ja, wie gesagt, 38er, lässt mich nach wie vor glauben, der Markt ist angeschlagen, der ist nicht sauber und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Punkt und zwar die Verbindung aus dem unteren Band und dem Low, was wir hatten vom 14.06., dem Geburtstag von Donald Trump und meinem, tata, bei 17.940. Das ist die letzte Chance, wo er halten kann, um überhaupt nochmal hier hochzugehen. Wenn er das nicht hält, die 17.49, gehe ich von so hier 17.600 erstmal aus. Aber der Markt ist nicht sauber. Oder er ist alles andere, denn sauber ist er nicht. Wir haben hier ein paar irrwitzige Bewegungen wieder. Ich habe das jetzt, bin immer noch nicht hundertprozentig drin. Ich habe heute mal das erste Mal ein bisschen mitgehandelt. Ja. Aber es sind schon ein paar abstruse Bewegungen, muss ich schon sagen. Aber ich darf den Markt momentan nicht mögen. Das kann ich nicht machen. Ich habe euch diese Scheine hier rausgesucht. Ich mache die jetzt schon mal hier oben rein. Könnt ihr euch einen Screenshot machen. Ich rechne also damit, dass wir innerhalb der nächsten 10 Handelstage tendenziell eher weiter runtergehen. Mag ja sein, dass da zum 1. Juli frische Gelder reinkommen. Ja, aber ich sehe auch nach wie vor immer noch keinen Grund, warum ich meine noch nicht eingezahlten Sparpläne hier zumachen muss. Der Schnitt liegt jetzt da irgendwo bei 17.880, irgendwo da. Ich glaube, damit kann ich mir Zeit lassen. Ja. Das ist kein gesunder Markt und die Bewegung von heute ohne wirkliche Gegenwehr und das in ganz Europa,
zeigt mir, hier wollen große Adressen einfach mal Kasse machen. Das ist genug gelaufen, wir machen mal Kasse. Das heißt jetzt nicht, dass wir gleich auf 13.000 fallen, das möchte ich nicht sagen, aber zumindest würden neue Longs eher ängstlich eingegangen werden, sagen wir es mal so. Oder die müssen auch damit rechnen, dass sie immer noch eins auf die Nase kriegen. Ich glaube, man kriegt alles hier billiger. Selbst die SAP, heute All-Time High, das heißt für den DAX 30 Punkte, hat dem Markt nicht geholfen. Wir haben weiterhin ganz schwach alles, was Auto heißt. Und selbst Lufthansa, die ich wirklich so sehr mag, ja, und ganz viele Trades schon in diesem Jahr gemacht haben, muss ich abwarten. Das hat keinen Sinn, die sind noch nicht durch nach unten. Muss ich einfach warten. Auffallend ist bei mir, dass Tesla jetzt ein bisschen weiter steigt. Finde ich eigentlich mal ganz gut. Das haben sich durchaus mal verdient. Sehe ich so in Richtung 215 Dollar. Aber ansonsten muss ich hier nichts Longmäßiges, zumindest nicht über Nacht, anfassen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.